Also mein Name ist Nancy, ich bin jetzt 40 Jahre alt. Ich habe Theaterwissenschaft und Literaturwissenschaft studiert an der Freien Universität und ich habe zwei Kinder. Ich habe eine Banane mitgebracht. Super, okay. Wie ist denn die Geschichte dazu? Würden Sie uns die Ja, erzählen? also als die Mauer fiel, da war ich 9 Jahre alt und meine Mutter und ihr Lebensgefährte sind abends mit dem Trabant an die Grenze gefahren. Und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und sie waren nicht mehr da. Also da war dann die Großmutter, hatte mich dann behütet. Und meine Mutter hat mir dann Bananen mitgebracht aus dem Westen. Ja. Okay, das heißt, das ist für Sie die erste, das erste Objekt sozusagen, was die Eltern aus dem Westen Ja, mitgebracht haben. genau. Also meine Mutter hat vorher, ich kann mich aber daran gar nicht erinnern, sie meinte, es hätte auch vorher schon Bananen gegeben, aber da hätte man pro Kind eine Banane bekommen. Aber ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich vorher Bananen gegessen habe. Ja. Also ich weiß noch, dass es mir sehr gut geschmeckt hat. Und ich war auch froh, dass meine Mutter wieder zurückgekommen bin. Also ich war total schockiert, dass meine Mutter auf einmal weg war. Und ja, meine Geschwister, die sind älter als ich, also 12 Jahre älter, und die sind damals auch schon mit an die Grenze gefahren. Und eine meiner Schwestern hat dann den Trabi verlassen und die sind dann zu Fuß weitergelaufen über die Grenze nach Westen. Und die haben sich dann, ich weiß nicht, irgendwie haben sie sich auch wiedergefunden, aber es war wohl ein bisschen kompliziert und verwirrend. Ja, also. Ja, die Leute haben sich alle sehr gefreut, dass die Grenze aufgegangen ist, ne? Ja. Ich bin in Thüringen aufgewachsen und ich habe als erstes Eschwege gesehen. Da gab es ein großes Kaufhaus und da wurden vom Fritz verkauft, am Imbiss und so. Also das war schon alles dann sehr beeindruckend, die ganze bunte Warenwelt und so. Da wurden auf einmal Kaugummis gekaut und jemand hatte ein Mickey-Maus-T-Shirt an. Also das war schon, und es wurden auch Reisen in den Westen unternommen von Familien und so. Da hat sich schon einiges geändert und es war auch so eine Aufbruchsstimmung in der Schule zu spüren. Also ja, man hat sich so befreiter gefühlt und ja, es war die Atmosphäre war lockerer als vorher. Also ich war 2005 in Südkorea und da gibt es ja auch immer noch eine Grenze. Und da hatte ja ein Politiker so eine Sonnenscheinpolitik verfolgt, wo das ein bisschen aufgelockert werden sollte mit den Grenzen. Aber es ist ja immer noch, es besteht ja immer noch. Also ich finde das spannend, ob in Nord- und Südkorea auch die Grenze fallen wird oder wie sich das dort entwickeln wird. Ansonsten in Berlin sehe ich jetzt eigentlich keine Grenzen mehr so. Also ich glaube, die Stadt ist schon ganz gut zusammengewachsen.